34. Drei Wendeluftmaschen häkeln, Arbeit wenden. Sechs Stäbchen wie gehabt. Ein langes Kästchen häkeln, fünf Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Ein volles Kästchen, zwei Stäbchen in die Luke, ein Stäbchen in Stäbchen davor. Zwei leere Kästchen, dabei zweites Kästchen besteht aus zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen in die feste Masche davor. Ein volles Kästchen, zwei Stäbchen in kleine Luke und ein Stäbchen in Stäbchen davor. Ein Element mit der Welle, drei Luftmaschen, feste Masche in die Luke, drei Luftmaschen und Stäbchen in Stäbchen davor. Ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen in die dritte Masche davor. Zwei volle Kästchen und dann 2, 4, 6, 8 leere Kästchen, 2 volle Kästchen, ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen, ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen, wieder leeres Kästchen, volles Kästchen, leer, voll, leer. Das ist jetzt die Mitte von dem Deckchen. Zwei volle Kästchen, 8 leere Kästchen. Sieht dann so aus. 2 volle Kästchen, ein leeres Kästchen, Element mit der Welle, 3 Luftmaschen, feste Masche in die Luke, 3 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Ein volles Kästchen, in dem wir 2 Stäbchen in kleine Luke häkeln und ein Doppelstäbchen in die feste Masche davor. Weiter 2 leere Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in dritte Masche davor. Ein volles Kästchen, ein langes Kästchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Und zum Schluss nochmal 6 Stäbchen wie gehabt. Reihe 35. Drei Wendeluftmaschen, Arbeit wenden. Weiter 6 Stäbchen wie gehabt häkeln. Ein Element mit der Welle, 3 Luftmaschen, feste Masche in die Luke, 3 Luftmaschen. Hier häkeln wir abwechselnd. Wieder 3 Stäbchen in jeder Masche davor. Ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Dann machen wir volles Kästchen, 2 Stäbchen in die Luke, ein Stäbchen in Stäbchen. Ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen. Hier häkeln wir 2 Stäbchen in kleine Luke, ein Doppelstäbchen in die feste Masche davor. Und dann ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen. Ein Element mit der Welle, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in die dritte eine feste Masche in die dritte Masche davor, 3 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. 2 volle Kästchen, 2 leere Kästchen, ein volles Kästchen, 3 leere Kästchen, ein volles Kästchen, ein leeres Kästchen und dann 2 volle Kästchen. Das ist der Flügel
Und hier kommen wir zu der Mitte. Hier machen wir abwechselnd ein leeres, volles Kästchen, leeres, volles, leeres, volles, leeres. Also viermal leer und dreimal voll. Dann kommen wir zu dem nächsten Flügel. Das beginnen wir mit zwei volle Kästchen, ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen, drei leere, ein volles, zwei leere Kästchen, dann zwei volle Kästchen, Element mit der Welle, drei Luftmaschen, feste Masche in die dritte Masche der Vorreihe, drei Luftmaschen und Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe, ein leeres Kästchen, indem wir zwei Luftmaschen häkeln und dann ein Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe. Ein volles Kästchen, zwei Stäbchen in die Luke, ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Hier wieder abwechselnd, leeres Kästchen, volles Kästchen, leeres, volles Kästchen. Element mit der Welle, wie wir das öfters schon gemacht haben, und zum Schluss häkeln wir wieder sechs Stäbchen in jeder Masche der Vorreihe. Also dieses Stäbchen gehört hier zu der Welle. Na, sechs Stäbchen. Reihe 36. Diese Reihe beginnen wir wieder mit drei Kettmaschen, dann drei steige Luftmaschen, zwei volle Kästchen, drei Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe häkeln und dann noch zwei Stäbchen in die kleine Luke und ein Doppelstäbchen in die feste Masche von der Vorreihe. Ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Ein volles Kästchen, drei Stäbchen wie gehabt. Zwei leere Kästchen. Ein volles Kästchen, sieht dann so aus. Ein Element mit der Welle. Drei Luftmaschen, feste Masche in die dritte Masche der Vorreihe. Drei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Langes Kästchen, ganz normal, 5 Luftmaschen, Stelle mit der Welle, überspringen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Ein leeres Kästchen, 2 volle Kästchen. Und dann häkeln wir 2, 4, 6, 8 leere Kästchen. Ein volles Kästchen, ein leeres Kästchen. In der Mitte, das ist direkt die Mitte von dem Schmetterling, das ist hier, 5 volle Kästchen. Sieht dann so aus. Und dann nächste Flügel, leeres Kästchen, volles Kästchen, 8 leere Kästchen. 2 volle Kästchen, ein leeres Kästchen, ein langes Kästchen, Element mit der Welle, leeres Kästchen, volles Kästchen und dann 2 leere Kästchen, ein volles Kästchen, leeres Kästchen, indem wir 2 Luftmaschen und ein Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe häkeln. Und am Ende 2 volle Kästchen, 2 Stäbchen in die Luke, ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe und noch 3 Stäbchen in jeder Masche der Vorreihe. Und 3 Maschen am Ende bleiben
ungehäkelt. Reihe 37. Die beginnen wir wieder mit 3 Kettmaschen. Dann 3 Steigerluftmaschen, 2 volle Kästchen, 3 Stäbchen in Stäbchen Davorreihe, 2 Stäbchen in die Luke und noch ein Stäbchen in Stäbchen Davorreihe. Ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen, ganz normal. Ein Element mit der Welle, 3 Luftmaschen, feste Masche in die dritte Masche Davorreihe, 3 Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche Davorreihe. Ein langes Kästchen, das ist ganz normal, 5 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen, Element mit der Welle, wie immer, langes Kästchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen in die sechste Masche Davorreihe, also leeres Kästchen zählt als 2 Maschen und dann nochmal 3, 4, 5 Maschen überspringen, in die sechste Stäbchen häkeln. An dieser Stelle häkeln wir jetzt 3 volle Kästchen. 3 in jeder Masche Davorreihe, 3 Stäbchen. 2 Stäbchen in die Luke, 1 Stäbchen in Stäbchen, 2 Stäbchen in die Luke, 1 Stäbchen in Stäbchen. Dann machen wir Netzmuster, das besteht aus 2, 4, 6, 7 leere Kästchen. Ein volles Kästchen, ein leeres Kästchen. Direkt in der Mitte müssen wir diesmal 3 volle Kästchen häkeln. Insgesamt an dieser Stelle 10 Stäbchen. Dann kommen wir zu dem nächsten Flügel. Leeres Kästchen, volles Kästchen. 7 leere Kästchen. Sieht dann so aus. 3 volle Kästchen. Langes Kästchen, Element mit der Welle, langes Kästchen, Element mit der Welle, volles Kästchen, leeres Kästchen und am Ende 2 volle Kästchen. Und hier bleiben noch 3 Maschen ungehäkelt. Da entsteht eine Stufe wieder. Reihe 38. Beginnen wir erneut mit 3 Kettmaschen, dann 3 Steigerluftmaschen, 3 Stäbchen in Stäbchen Davorreihe. Insgesamt an dieser Stelle müssen wir diesmal 6 volle Kästchen haben. Also, erstes Kästchen haben wir, zweites Kästchen. 2 Stäbchen in die Luke, 1 Stäbchen in Stäbchen Davorreihe. 3 Stäbchen in jeder Masche Davorreihe. Und an der Stelle mit der Welle. 2 Stäbchen in die kleine Luke, ein Doppelstäbchen in die feste Masche Davorreihe. 2 Stäbchen in die Luke, 1 Stäbchen in Stäbchen Davorreihe und noch 3 Stäbchen in große Luke häkeln. Insgesamt an dieser Stelle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 Stäbchen häkeln. Dann häkeln wir ein leeres Kästchen. Wieder 2 volles Kästchen an der Stelle mit der Welle. 2 Stäbchen in kleine Luke, ein Doppelstäbchen in die feste Masche Davorreihe. 2 Stäbchen in kleine Luke, ein Stäbchen in Stäbchen Davorreihe. Ein Element mit der Welle, 3 Luftmaschen, feste Masche in die große Luke häkeln, 3 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen. 2
leere Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche der Vorreihe, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche der Vorreihe. Weiter mit drei volle Kästchen. Hier gibt es keine Besonderheiten, einfach, also an dieser Stelle 2, 4, 6, 8, 10 Stäbchen, ne, insgesamt. Dann zwei leere Kästchen, wie gehabt, ein volles Kästchen, drei leere Kästchen und hier wieder 5 volle Kästchen. Insgesamt haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Stäbchen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Flügel. 3 leere Kästchen, ein volles Kästchen. 2 leere Kästchen, ne, wie gehabt. 3 volle Kästchen. Sieht dann so aus. 2 leere Kästchen, ein Element mit der Welle, 2 volle Kästchen, wieder hin, 2 Stäbchen in die kleine Luke, ein Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe, 2 Stäbchen in kleine Luke, ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe, ein leeres Kästchen und am Ende häkeln wir wieder 6 volle Kästchen. Hier gibt es auch noch eine Stelle, wo wir in die feste Masche ein Doppelstäbchen häkeln. Ne, also das ist die Besonderheit dabei. Und ganz am Ende bleiben 3 Maschen ungehäkelt. Hier entsteht wieder eine kleine Stufe. Reihe 39. 3 Wendeluftmaschen häkeln, Arbeit wenden. 6 Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe häkeln. Ein leeres Kästchen, in dem wir 2 Luftmaschen häkeln, 2 Maschen unten in der Vorreihe überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen häkeln. Element mit der Welle, 3 Luftmaschen, 2 Maschen unten überspringen, in die dritte Masche eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche der Vorreihe. 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen häkeln, ein volles Kästchen, 2 Stäbchen in die Luke, ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Element mit der Welle, 3 Luftmaschen, in die dritte Masche feste Masche häkeln, 3 Luftmaschen, in die dritte Masche ein Stäbchen häkeln. Weiter müssen wir 4 volle Kästchen häkeln, indem wir 2 Stäbchen in kleine Luke häkeln, ein Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe, 2 Stäbchen in die nächste kleine Luke, ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Und weiter 2 leere Kästchen aus der Vorreihe füllen. Ein langes Kästchen, 5 Luftmaschen, unten 5 Maschen überspringen, in die sechste Masche ein Stäbchen häkeln. Weiter 3 volle Kästchen. Und das haben wir oft genug gemacht. Sieht dann so aus. Dann häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5 leere Kästchen. In der Mitte, direkt in der Mitte von dem Schmetterling, 3 volle Kästchen. An dieser Stelle haben wir dann wieder 10 Stäbchen.
Nächster Flügel. 5 leere Kästchen. Sieht dann so aus. 3 volle Kästchen. Ein langes Kästchen, 5 Luftmaschen und Stäbchen in die 6. Masche davor. 4 volle Kästchen. Also die 2 ersten sind verständlich und die nächsten 2. 2 Stäbchen in die kleine Luke, ein Doppelstäbchen in die feste Masche. 2 Stäbchen in kleine Luke, ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Element mit der Welle. 3 Luftmaschen, feste Masche in die 3. Masche der Vorreihe. 3 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen. Ein volles Kästchen. Ein leeres Kästchen. Element mit der Welle. Wie auch davor. Stäbchen in die 3. Masche, dann eben ein leeres Kästchen und am Ende 6 Stäbchen in jede Masche der Vorreihe. Reihe 40. 3 Wendeluftmaschen, Arbeit wenden. 6 Stäbchen wie gehabt häkeln, 2 volle Kästchen, ein leeres Kästchen. Ein langes Kästchen, ein volles Kästchen, ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen, in dem wir 2 Stäbchen in die kleine Luke häkeln und ein Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe häkeln. Ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen. Element mit der Welle. 2 Luftmaschen, eine feste Masche in die 3. Masche der Vorreihe, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die 3. Masche der Vorreihe, ein langes Kästchen, 5 Luftmaschen häkeln, ein Stäbchen in die 6. Masche der Vorreihe, ein Element mit der Welle, also ganz normal. Langes Kästchen, 5 Luftmaschen, 5 Maschen unten überspringen, in die 6. Masche ein Stäbchen häkeln. Hier häkeln wir 3 volle Kästchen. Sieht dann so aus. Insgesamt an dieser Stelle 2, 4, 6, 8, 10 Stäbchen. 3 leere Kästchen, einfach nach Bild erscheinen. 3 volle Kästchen, wiederhin nach Bild erscheinen. Das ist jetzt die Mitte von dem Schmetterling oder Schmetterlingkörper. Weiter zu dem nächsten Flügel. 3 leere Kästchen. 3 volle Kästchen. Ein langes Kästchen. 5 Luftmaschen häkeln. Ein Stäbchen in die 6. Masche der Vorreihe. Element mit der Welle. Ein langes Kästchen. 5 Luftmaschen häkeln und ein Stäbchen in die 6. Masche der Vorreihe. Element mit der Welle. 2 Luftmaschen, feste Masche in die 3. Masche der Vorreihe, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die 3. Masche der Vorreihe. Ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen und ein Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe. Volles Kästchen, 2 Stäbchen in die Luke, ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen, ein langes Kästchen, leeres Kästchen und am Ende 6 Stäbchen in jeder Masche der Vorreihe wie gehabt.
Reihe 41. Diese Reihe beginnen wir wieder mit drei Kettmaschen. Hier entsteht wieder eine kleine Stufe, dann drei Steigerluftmaschen häkeln, zwei volle Kästchen, drei Stäbchen in jeder Masche der Vorreihe, zwei Stäbchen in die Luke und noch ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Element mit der Welle, wie immer, drei Luftmaschen, feste Masche in die Luke, drei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen. Ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen. Element mit der Welle sieht dann so aus. Ein volles Kästchen, zwei Stäbchen in die Luke und ein Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe. Ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Hier Element mit der Welle, ne, also ganz normal. Langes Kästchen, Element mit der Welle, langes Kästchen, dann leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche der Vorreihe, zwei volle Kästchen, ein leeres Kästchen nach Bild erscheinen, drei volle Kästchen, also 10 Stäbchen, einfach nach Bild erscheinen häkeln und noch ein leeres Kästchen wie gehabt. Zwei volle Kästchen, ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in die dritte Masche der Vorreihe. Ein langes Kästchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen in die sechste Masche der Vorreihe. Element mit der Welle, langes Kästchen, Element mit der Welle. Leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe. Und dann volles Kästchen, zwei Stäbchen in die kleine Luke und ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe häkeln. Element mit der Welle, drei Luftmaschen, feste Masche in dieser Stelle in Doppelstäbchen. Ne, also hier haben wir Doppelstäbchen. Hier häkeln wir eine feste Masche rein. Drei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Ein volles Kästchen, ein leeres Kästchen. Element mit der Welle. Und am Ende zwei volle Kästchen. Und hier bleiben noch drei Maschen ungehäkelt. Entsteht eine kleine Stufe wieder. Reihe 42. Beginnen wir wieder mit drei Kettmaschen. Dann drei Steigerluftmaschen. Und drei volle Kästchen. Drei Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe häkeln. Und hier an dieser Stelle in der Vorreihe hatten wir Element mit der Wellen. Hier machen wir folgendes wieder. Zwei Stäbchen in die kleine Luke häkeln, ein Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorreihe, zwei Stäbchen in die nächste kleine Luke und ein Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Element mit der Welle, drei Luftmaschen, feste Masche in die dritte Masche der Vorreihe, drei Luftmaschen, ein Stäbchen in die dritte Masche der Vorreihe. Ein langes Kästchen, also hier keine Besonderheiten. Element mit der Welle, langes Kästchen und ein kleines leeres Kästchen. Und dann häkeln wir, wie ihr seht, hier im Häkelschrift 21 Kästchen.
Insgesamt müssen wir hier in der Mitte 64 Stäbchen häkeln. Teilweise ist es ganz einfach, nur eben an der Stelle mit der Wellen. Ne? Also hier müssen wir immer in die feste Masche ein Doppelstäbchen häkeln. Ansonsten, oder eben zum Beispiel bei diesen langen Kästchen, hier müssen wir immer 5 Stäbchen in die große Luke reinhäkeln. Ansonsten gar keine komplizierte Stellen. Manchmal ist es einfach Stäbchen in Stäbchen davor. Bei kleinen Luken immer 2 Stäbchen rein, wie ihr seht. Und wie gesagt, schwierigste Stellen sind eben diese Stellen mit der festen Masche. Hier bitte nicht vergessen, ein Doppelstäbchen reinzuhäkeln, damit die Arbeit gerade aussieht. Also 64 Stäbchen insgesamt. Dann machen wir weiter, Flügel zu Ende. 2 Luftmaschen, also klein leeres Kästchen. 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor, dann langes Kästchen. Kästchen mit der Welle. Sieht dann so aus, wieder langes Kästchen und Kästchen mit der Welle. Und am Ende 3 volle Kästchen. Hier müssen wir Element mit der Welle füllen. 2 Stäbchen in kleine Luke, Doppelstäbchen in die feste Masche davor, wieder 2 Stäbchen in die Luke, 1 Stäbchen in Stäbchen davor und dann 3 Stäbchen in jeder Masche. Am Ende bleiben noch 3 Maschen ungehäkelt. Dadurch entsteht eine Stufe. Reihe 43. Beginnen wir mit 6 Kettmaschen. Ab hier 3 steige Luftmaschen. Und dann müssen wir 11 volle Kästchen häkeln. Insgesamt an dieser Stelle mit 3 Steige-Luftmaschen zusammengezählt, müssen wir dann 34 Stäbchen häkeln. Genauso wie in alle vorherigen Reihen. Also wir beginnen mit 3 Stäbchen in jeder Masche. Dann müssen wir an der Stelle mit dem Wellenelement in der Mitte immer ein Doppelstäbchen häkeln. Ne? Also das haben wir oft genug gemacht und auch besprochen. Wie gesagt, 34 Stäbchen. Dann häkeln wir 5 leere Kästchen. Direkt in der Mitte, ne, hier einmal 2 volle Kästchen, ne? Also wir wiederholen praktisch der Muster, was wir schon mal in 2 vorherige Reihen gehäkelt haben. Dann eben ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, 2 Maschen unten überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen häkeln. Dann 3 volle Kästchen häkeln, ne? Also an dieser Stelle 2, 4, 6, 8, 10 Stäbchen häkeln. Und dann der nächste Flügel von dem Schmetterling, ein leeres Kästchen, 2 volle Kästchen, 5 leere Kästchen. Und am Ende wieder 34 Stäbchen, was auch 11 volle Kästchen entspricht, häkeln. 6 Maschen ganz am Ende bleiben ungehäkelt. Das ist etwas längere Stufe, die dadurch entsteht.
44. Wie ihr seht, hier müssen wir 6 volle Kästchen schließen. Das machen wir auf folgende Art und Weise. Wir wenden unsere Arbeit sofort und häkeln 18 Kettmaschen. Und dann machen wir weiter. Das ist so eine ganz lange Stufe, die dadurch entsteht. Dann machen wir 3 Steigerluftmaschen, 2 volle Kästchen, 6 Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe häkeln. Dann 2, 4, 6 leere Kästchen. Sieht dann so aus. Dann machen wir 1, 2, 3 volle Kästchen, ein leeres Kästchen. In der Mitte machen wir diesmal wieder 5 volle Kästchen. Sieht dann so aus. Und dann eben nächster Flügel anfangen. Leeres Kästchen, 3 volle Kästchen, 6 leere Kästchen, sieht dann so aus. Und am Ende nochmal 2 volle Kästchen, einfach 6 Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe häkeln. Am Ende bleiben 18 Maschen ungehäkelt. Reihe 45. Jetzt müssen wir an beide Seiten Zunahmen machen, jeweils immer 2 Kästchen dazu häkeln. Und das geht dann so. Drei Luftmaschen für ein Kästchen, noch 3 Luftmaschen für den nächsten Kästchen und 3 Luftmaschen, damit wir in die nächste Reihe kommen. Arbeit wenden. Mir ist das unbequem, von der Nadel zu zählen. Ich zähle einfach von der Arbeit. Also 5 Maschen abzählen. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. In die 5. Masche von der Arbeit einstechen. Erstes Stäbchen häkeln. Die nächste Masche. Zweites Stäbchen. Und so weiter. 3, 4, 5 und 6. Stäbchen müssen wir in die in Stäbchen von der Vorreihe. So, jetzt haben wir 2 volle Kästchen gehäkelt. Laut Häkelschrift hier müssen wir weiter mit 6 leere Kästchen weitermachen. 2 Luftmaschen, 2 Maschen in der Vorreihe überspringen, Stäbchen in die 3. Masche der Vorreihe häkeln. Wieder 2 Luftmaschen, Stäbchen in die 3. Masche der Vorreihe. Und so weiter. Zwei, vier, sechs. Dann kommen 2 volle Kästchen. In die Luke 2 Stäbchen häkeln. 1, 2,
und noch ein Stäbchen in Stäbchen davor. Wieder zwei Stäbchen in die Luke. Ein Stäbchen in Stäbchen davor. Dann müssen wir Element mit der Welle häkeln, drei Luftmaschen. Zwei Maschen unten in der Vorreihe überspringen, in die dritte Masche eine feste Masche häkeln, drei Luftmaschen, zwei Maschen überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen häkeln. Dann kommt ein leeres Kästchen, zwei Maschen überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen häkeln. Ein volles Kästchen, zwei Stäbchen in die Luke und noch ein Stäbchen in Stäbchen davor. Ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, in die dritte Masche ein Stäbchen häkeln. Dann drei volle Kästchen. Neun Stäbchen häkeln wir noch. Eins, zwei, drei, vier, neun. Und dann Spiegelbild häkeln. Das machen wir jeder für sich. Und wenn wir nächste Ende der Reihe erreicht haben, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, nachdem wir 9 Stäbchen in der Mitte gehäkelt haben, dann kommt ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Ein volles Kästchen, zwei Stäbchen in die Luke, ein Stäbchen in Stäbchen davor. Leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche davor. Element mit der Welle, drei Luftmaschen, feste Masche in die dritte Masche davor. Drei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Zwei volles Kästchen. Und dann 6 leere Kästchen. Und jetzt machen wir weiter. Hier müssen wir wieder Zunahme machen. Zweimal Umschlag holen und in die, hier ist hier sind die drei Luftmaschen, also wir müssen in die erste Luftmasche an dieser Stelle einstechen und dann Doppelstäbchen häkeln. Wieder zweimal Umschlag holen und diesmal müssen wir in die Mitte von dem Doppelstäbchen einstechen. Und dann wieder Doppelstäbchen häkeln. Und das machen wir, bis wir 6 Stäbchen gehäkelt haben. Also nochmal in die Mitte von dem Doppelstäbchen einstechen, Doppelstäbchen häkeln. Nochmal in die Mitte von dem 2 so nochmal. Wir müssen hier in 2 Schlingen einstechen, ne?
Doppelstäbchen, also 1, 2, 3, 4, 5 und noch einmal 46. Hier, wie ihr seht, haben wir wieder eine Stufe. Wir müssen noch eine Zunahme machen oder ein volles Kästchen dazu häkeln. Wieder 3 Luftmaschen für volles Kästchen und noch 3 Wendeluftmaschen. Arbeit wenden. Von der Arbeit 2 Maschen abzählen, in die zweite erste Stäbchen häkeln und die nächste Masche noch 1 und in die bestehende Masche oder letzte Stäbchen von der Vorreihe noch ein Stäbchen. Jetzt haben wir ein volles Kästchen gehäkelt. Laut Häkelschrift noch 1. Noch 3 Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe häkeln. 1. 2. 3. So, jetzt haben wir hier Stufe gemacht. Weiter häkeln wir nach dem Häkelschrift, nach dem Zellmuster. 2 Luftmaschen, also ein leeres Kästchen steht hier. Ne? In die dritte Masche der Vorreihe ein Stäbchen häkeln. Und hier müssen wir 2, 4, 6, 7 volle Kästchen machen. Wenn ich die Reihe bis zu Ende gehäkelt habe, dann zeige ich euch, was durch meine Arbeit entstanden ist. Bis gleich nochmal. Also 2 volle Kästchen, 3 haben wir, 3 Stäbchen haben wir am Anfang gehäkelt und noch 3 Stäbchen dazu. Dann ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, in die dritte Masche der Vorreihe häkeln wir ein Stäbchen. Dann 7 volle Kästchen. Einfach in jeder Luke immer 2 Stäbchen häkeln und eben ein Stäbchen immer auch in Stäbchen der Vorreihe. Also insgesamt sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche der Vorreihe. Ein langes Kästchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe, nachdem wir Element mit der Welle übersprungen haben. Ein volles Kästchen, 2 Stäbchen in die Luke, ein Stäbchen der Vorreihe, ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe. Das ist jetzt direkt die Mitte. Hier häkeln wir diesmal 5 volle Kästchen. Ne, wir häkeln auch noch in leere Kästchen auch noch Stäbchen rein. Und dann Spiegelbild, 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen für ein leeres Kästchen, volles Kästchen, langes Kästchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe, leeres Kästchen, 7 volle Kästchen, sieht dann so aus. Und dann am Ende ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche der Vorreihe an dieser Stelle und ein volles Kästchen, in dem wir 3 Stäbchen in jeder Masche der Vorreihe häkeln, dabei
Drittes Stäbchen geht in die dritte Luftmasche davor. Und hier müssen wir noch ein Kästchen aufbauen. Genauso wie auch davor. Hier ist das letzte Stäbchen an dieser Stelle. Und da stechen wir jetzt ein in die Masche, wo wir, also in die dritte Masche davor. Da stechen wir ein und häkeln dann Doppelstäbchen. Das machen wir dreimal. Also eins haben wir. Zwei. Und ne? Der Faden spaltet sich. So, jetzt habe ich es. Drei. Dann sieht es so aus. Reihe 47. Wie ihr seht, fangen wir mit vier volle Kästchen an. Erstes Kästchen müssen wir extra dazu häkeln, indem wir drei Luftmaschen häkeln für den Kästchen und noch drei Wendeluftmaschen. Arbeit wenden. In die zweite Masche von der Arbeit stechen wir zum ersten Mal ein, zwei Stäbchen in jede Masche häkeln und noch ein Stäbchen in letztes Stäbchen davor. Und dann drei volle Kästchen dazu. Insgesamt an dieser Stelle mit drei Luftmaschen zusammengezählt: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Stäbchen. Dann machen wir vier leere Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche davor häkeln, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche davor. Zwei volle Kästchen, 2, 4, 6, 7 Stäbchen insgesamt an dieser Stelle. Ein Element mit der Welle, drei Luftmaschen, feste Masche in die dritte Masche davor häkeln, drei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in große Luke. Ein volles Kästchen, zwei Stäbchen in dieselbe Luke davor häkeln, noch ein Stäbchen in Stäbchen davor. Ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche davor. Oder in die dritte Masche. Zwei volle Kästchen, das haben wir oft genug gemacht, sieht dann so aus. Ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschenstäbchen in die dritte Masche davor, dann ein volles Kästchen, einfach in jeder Masche davor ein Stäbchen häkeln. Ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschenstäbchen in die dritte Masche davor, zwei volle Kästchen, ein leeres Kästchen, ein volles Kästchen, ein leeres Kästchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor, Element mit der Welle, drei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor, feste Masche in Stäbchen davor, drei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche davor, zwei volle Kästchen, einfach sechs Stäbchen in jede Masche davor häkeln, vier leere Kästchen und noch vier
volle Kästchen, indem wir letztes Kästchen genauso mit Zunahme machen, ne? Also ein Doppelstäbchen in die dritte Luftmasche davor und dann noch, ne, hier haben wir jetzt gehäkelt und noch zwei Doppelstäbchen in die Mitte von dem vorherigen Doppelstäbchen häkeln, ne? Genauso wie in der Vorreihe so eine Zunahme machen. Reihe 48. Wie ihr seht, laut Häkelschrift müssen wir jetzt die Flügel weiter separat häkeln. Ich habe hier in der Mitte zwei Marker eingesetzt, damit ich die Stellen nicht verfehle. Auf einer Seite habe ich drei Maschen abgezählt und die vierte Masche markiert. Hier haben wir zwei volle Kästchen gehäkelt und so habe ich die geteilt. Auf anderer Seite genauso drei Maschen abgezählt in die vierte Masche und die vierte Masche markiert. In der Mitte müssen bei uns ein volles Kästchen, ein leeres, ein volles, ein leeres, ein volles ungehäkelt bleiben. Und dann machen wir weiter. Hier müssen wir wieder Zunahme machen. Drei Luftmaschen für volles Kästchen und drei Wendeluftmaschen dazu. Zwei, drei. Arbeit wenden. In die zweite Masche von der Arbeit einstechen. Erstes Stäbchen häkeln, in die nächste noch eins und ein drittes Stäbchen in Stäbchen davor. Jetzt häkeln wir noch zwei volle Kästchen, also sechs Stäbchen. Eins, zwei, sechs. Dann müssen wir fünf leere Kästchen häkeln. Zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche davor. Zwei Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche davor. Zwei Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Zwei Luftmaschen und so weiter. Zwei, vier, fünf. Weiter zwei volle Kästchen. Zwei Stäbchen in die Lücke häkeln. Ein Stäbchen in Stäbchen davor und noch drei Stäbchen in jeder Masche davor. So, leeres Kästchen und ein langes Kästchen. Zwei Luftmaschen. Zwei Maschen unten in der Vorreihe überspringen, in die dritte Masche Stäbchen häkeln. Fünf Luftmaschen, vier, fünf. Die Stelle mit der Welle überspringen, Stäbchen in Stäbchen der Vorreihe häkeln.
2 volle Kästchen, also in die Luke häkeln wir 2 Stäbchen und noch 1 in Stäbchen davor und 3 Stäbchen in jeder Masche davor. 2 und 3. Und dann wiederholen wir, was davor war, ein leeres Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen und ein volles Kästchen, noch 3 Stäbchen in jeder Masche davor. 1, 2 und 3, da wo mein Marker steckt. Reihe 49, hier gibt es keine Besonderheiten, deshalb habe ich die Reihe auch schon mal vorgehäkelt. 3 Wendeluftmaschen, Arbeit, Wenden. 3 Stäbchen in jede Masche davor häkeln. 2 leere Kästchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. 2 Luftmaschen, Stäbchen in die dritte Masche davor. Ein volles Kästchen, einfach in jeder folgender Masche 3 Stäbchen häkeln. 2 Elemente mit der Welle. 3 Luftmaschen, feste Masche in die große Luke, 3 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. 3 Luftmaschen, feste Masche in die dritte Masche davor. 3 Luftmaschen, Stäbchen in Stäbchen davor. Hier müssen wir jetzt 3 volle Kästchen häkeln, 2, 4, 6, 8, 10 Stäbchen häkeln. Bei der leeren Kästchen in der Vorreihe häkeln wir immer 2 Stäbchen in die Luke. Ist nicht schwer. Dann häkeln wir noch 4 leere Kästchen. Und am Ende häkeln wir 2 volle Kästchen, einfach 6 Stäbchen in jede Masche davor rein.